Moin und herzlich willkommen hier zurück zu Occupy Mars. Wir wollten ja unsere kleine Außenstation einmal aufbauen. Sprich Außenstation in Form von Bergbau, sprich Tageabbau. Und ich würde mal sagen, dass wir werden jetzt als Oxygen source external. erstes Mal hier den Hangar errichten. Einmal den Hangar errichten, dann sollten wir ja eigentlich genug Materialien drin haben. Ich weiß jetzt gar nicht. Es kann sein, dass uns jetzt noch eine Leiterplatte fehlt, ne? Ich glaube ja, aber da gucken wir mal. Die können wir dann ja auch so reinfahren. Wir schauen mal. Erstmal tonnenweise Aluminium rein und dann gucken wir mal, was passiert. So, fangen wir hier mal an. Zack, das war schon mal eins. Toll, jetzt bin ich zu weit weg. Oh, klar. Ach ja, es ist ja immer was. So, wir können uns ja eigentlich mal versuchen. Ich kann nicht einknicken, ne? Ey, warum ist das immer noch so? Ey, ich verstehe es nicht. So. Zieh mal rum. Machen wir erstmal die Schleuse hier. Okay, Schleuse sitzt. So, na. Und ich weiß auch gar nicht, ob er. Nee, aus dem Inventar, glaube ich, nimmt er das nicht. So, schauen wir mal. So, ja, dann bauen wir das auf. Dann gibt es eine Stromversorgung natürlich. Dann werden wir. Oh, ich warte mal. Ich habe doch hinten. Ja, mal gucken wir mal. Die Materialien können wir sonst ja trotzdem noch abreißen. Das ist ja nicht so schlimm. Ja, ich habe hinten ja noch den anderen großen Schredderer. Den wollte ich eigentlich abgerissen haben. Na gut, machen wir später. Gucken wir mal, was fehlen sollte, können wir es ja immer noch machen. Meine Güte, er braucht aber auch, ne? Naja, großes Gebäude halt, ne? Was verlangen wir da? Ja, dann werden wir das hier aufbauen. Dann gehen wir einmal rüber zur großen Station da hinten, die da unten noch steht. Dann werden wir die noch einmal uns einverleiben. Dann mal gucken, vielleicht klöppeln wir heute mal ein bisschen Steine, ein bisschen sprengen, ein bisschen rumtesten, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Na, ein bisschen hin und her teleportieren, denn auf jeden Fall gleich noch einen Wassertank organisieren. Also diesen Dreiertank, den füllen wir einmal ein bisschen mit diesem Methan auf, den füllen wir mit Sauerstoff auf, mit Wasser. Dann habe ich hier erstmal ein bisschen Ressourcen. Dann bringt das Ganze auch ein bisschen Laune hier. Oder was heißt, bringt es ja so auch, aber dann können wir auch von hier halt ein bisschen expeditionsmäßig was tun. So, mal gucken, ob wir da auch alles haben. Aber sollten wir, glaube ich. Weil das meiste, was ja meistens reingeht, ist ja halt ja sowieso Rohr. Da haben wir tonnenweise von. Aluminium haben wir mehr als genug. Motoren haben wir. Leiterplatten, Glas. Eigentlich haben wir alles. So, ich weiß jetzt gar nicht. Ich brauchte die 10 oder 12. Gute Frage, ne? Gute Frage. So, ja, das Update ist noch nicht bei mir drin. Ja, ihr wisst ja, ich produziere vor. Also ich habe jetzt, glaube ich, ich werde eine ganze Woche vorproduzieren. Das heißt, wenn es nächste, also diese Woche jetzt rauskommt, bekommt ihr das erst nächste Woche mit rein. Aber es ist ja eh nur ein paar Bugfixes. Sprich Sauerstoff und so. Habt ihr mir ja auch in die Kommentare geschrieben, dass das kommt. Aber wie gesagt, ich will es jetzt noch nicht reinnehmen, weil es ja noch in der Testphase ist. Testet man erstmal. Ich habe kein Fugenmörtel mehr? Ernsthaft? Wir haben keinen Fugen-Moment. Sonst hast du doch immer. Moment, ich muss da raus. So. Ich habe doch. Sonst haben wir doch immer tonnenweise Fugenmörtel hier. Aber warte mal, habe ich hier noch was drin? Nö. Ja, ist ja nicht so schlimm eigentlich.
können erst einmal gucken, wie das so aussieht. Das ist gut. Was fehlt uns denn überhaupt? Große Leiter. Es fehlt noch. Oh, es fehlt sogar richtig viel Fugenmörtel. Also ich schätze mal, das werden wir ja nicht. Ja, pass auf, machen wir wie folgt. Dann fliegen wir einfach mal nach Hause. Fix. Lass mich kurz überlegen. Fliegen wir nach Hause oder machen wir erstmal. Wir machen das anders. Wir werden das gleich ein bisschen kombinieren. Wir werden erstmal hier sehen, ob wir unsere Electronics hier, Elektrizität aufbauen können. Da brauchen wir keinen Fugenmörtel für. Das ist gut. Aber ich habe auch keine Elektronik. Ach so, die sind eh im Kasten. Nee, nee, alles gut. Da muss ich mal was gucken. Wieso hab ich noch so viel Gedöns hier? Moment. Guck mal, hier habe ich auch noch einmal Fugenmörtel. Das reicht ja nicht. Was habe ich denn abgebaut? So. So, das ist doch. Ah, nee, dann machen wir das. Genau. Pass mal auf. Machen wir. Wir machen das anders. Wir haben doch ein Teil, das wir ja eigentlich nicht mehr brauchen. Da fliegen wir mal schnell hin. Das hauen wir dann mal weg. Die Station sollte da hinten irgendwo sein. Ich könnte auf die Karte gucken. Natürlich könnte ich das tun, aber wer will das schon? Irgendwo hatte ich doch noch. Irgendwo hatte ich doch noch. Ein Ding stehen. Amor, ich muss landen. Ich muss mir das doch einmal markieren. Dachte, ich könnte das so schon sehen, aber. Nein. Hier ist ein Krater. Ups. So. Schauen wir mal. Wo war das Teil? Geschliffen. Da ist es doch. Doch. Da habe ich das doch richtig gesehen. Da. Das holen wir uns. Jo. Achso. Einschalten. Hoch mit dir. Ah, war es doch richtig. Habe ich doch richtig gesehen. Ah, ja, ja, guck mal, da hinten ist ja auch unsere Station. Ist ja auch alles gar nicht so weit weg. Dann können wir die nämlich schön schleifen. Ich sehe aber gerade, dass hier unser Treibstoff. Ah, es muss schon passen. Man sagt, im Grunde genommen ist das ja auch alles gar nicht so weit weg. Das ist nur normale Geschichte. Das ist. Also ich. Ja, zum Steine abbauen ist wirklich, wirklich angenehmer, wenn man diese, ich sag's mal, Krater-Dinger macht. So. Das ist natürlich gleich die große Frage. Okay. Fliege ich jetzt gleich erstmal zur Heimatbasis? Ich denke schon, ne? Ich denke schon. So, ich muss gleich nur einmal gucken, ob wir da noch Materialien drin haben. Ach doch, da ist was drin, glaube ich. Ärgerlich. Planänderung. Oh, ich glaube, da ist noch ein Container drin. Ich glaube, da ist noch ein Container drin. Ja, da ist noch einer drin.
Ich weiß nicht. Aber warte mal, ist da auch was im Lager noch drin? Nein, das nicht. Was ist, wenn... Ah, wisst ihr was? Ich reiß den jetzt trotzdem einmal ab. Nur damit... Da können wir gleich mal sehen, ob der Container mit weggeht, weil die können wir dann nachbauen. Das ist ja überhaupt gar kein Problem. So, Kabel habe ich hier schon abgemacht. Mach mal Licht an. Spät, oh, 19 Uhr. Der wird gleich wieder rumquaken. So, hau mal weg. Ja, dann fliegen wir auch gleich. 50%. Dann fliegen wir auch gleich zu unserer Heimatbasis. Und wer denn dann schlafen? Uns kurz komplett aufladen und dann wieder retoure. So, ich habe mal den ganzen Kram, ich habe das mal schnell alleine gemacht. Und zwar einmal kurz das Ding geschliffen. Schnell zur unserer Hauptbase. Geschlafen, aufgetankt. Die vergessene Wasserflasche geholt und jetzt wieder zurückgefliegt. Ah, dass wir das hier mal fertig kriegen. So. Ja, Batterien habe ich auch noch mal ausgetauscht, dass wir genug Strom im Anzug haben. Aber das jetzt so mit den drei Batterien und so und der schwere Anzug, das ist schon ganz geil. Ups, ja. Ja, die Höhe einzuschätzen ist echt schwierig. Da würde ich mir schon das beim Fliegen auch die Ego-Perspektive wünschen, wo man dann auch vielleicht eine Höhenanzeige oder so drin hat, ne? So, ich glaube, das können wir jetzt so schnell mal fertig machen. Übrigens, ich habe ja den Container drinnen gelassen gehabt, also die Mulde. Und die wird nicht vernichtet, die fliegt dann mit raus, ne? Die habe ich dann aber abgebaut, weil ich da nicht extra hinfahren wollte. So, dann würde ich mal sagen, wo bauen wir denn unsere Stromgeschichte hin? Ich würde sagen, nicht ganz so weit weg, einfach hier hin, ne? Bauen wir einfach hier hin. So, ich muss einmal kurz gucken, was verbraucht ich am Strich. Ich glaube, das Ding brauchte Strom 20, okay. Und du 12,5, also sagen wir mal 13, also 43, 33. Ja, 33, ja gut, ist klar, was wir da machen. Da bauen wir auf jeden Fall eine Solarzelle. Verdammt, jetzt habe ich wieder zu wenig Kabel gemacht, ne? Jetzt habe ich zu wenig Kabel. Ja, sonst fliege ich gleich nochmal zwischen. Also, passt auf 33. Da würde ja pauschal schon mal eine nur so reichen. So, und die großen, mach mal zwei Stück davon. Und die großen Windräder machten ja sechs. Machten ja sechs. So. Ah, müsste ich. Ja, ich baue mal. Ich denke, das geht ja auch nur darum, ein bisschen den Akku zu laden. Mach da mal einfach mal vier Stück hin. Einfach mal vier Stück. Ich könnte ja auch sonst. Oder mache ich sogar sechs? Dann sind wir ja, ne? Dann sind wir ja richtig safe bei sechs. Jetzt aber nicht hier die Ladeluke zerklöppeln. Ja, pass mal auf. Ist jetzt nicht ganz so schick, aber egal. So, dann setze ich. So, dann setzen wir einfach. Nee. Setzen wir das Ding. Brauche ich denn ja auch zwei Stück von? Hierhin. Moment mal, es ist doch alles viel zu eng hier, Leute, oder? Doch alles viel zu eng.
Nee, komm, das ist nicht gut. Das ist Kacke. Das müssen wir anders machen. Das ist gar nicht gut. So. Komm, wir machen nochmal. Einmal anzeichnen. Wie gesagt, Stromkabel muss ich sowieso herstellen. Obwohl, eigentlich, das können wir dann ja auch hier machen. So hinbauen, dass wir das Ding einmal unter Dampf haben und dann passt das schon. Dann holen wir uns selten Silizium und dann zimmern wir uns mal ein bisschen Kabel. Ihr sitzt doch jetzt da an der Macht. Hätte ich fast gesagt. So, dann würde ich sagen, als Verteiler, du kannst rückwärts raus, da ist Strom etc. Ich will mir das da ja nicht dicht bauen. Es ist. Pass auf, wir machen das so. Verteiler hier hin. So, wir machen einen Verteiler, den hier. Den setzen wir hier hin. Den ziehen wir nämlich mit dem Kabel von da hinten hier rüber. So, okay. Den bauen wir da hin. Dann bauen wir unser Batteriepack. Bauen wir hier an der Seite, an die Seite. Aha, Akkupack. So. Aber Moment, war das jetzt der Akkupack? Aus das. Okay, geht das da rein? Ich möchte da die ganze Geschichte ran haben. Dann drehst du das. Sehen, wo war. Da war das. Da war das. Genau so. Ein kleines bisschen runter. Okay. So, den werde ich jetzt erstmal schon mal aufbauen. Kalack. Und dann würde ich sagen, bevor ich hier weiter anschließe, kann der ja schon mal ein bisschen laden. Wir haben ja für eine Solarzelle habe ich ja. Die reiße ich gleich wieder ab. Das mache ich jetzt nur, der kann schon mal die Batterie ein bisschen durchladen. Da haben wir nämlich gleich schon mal was. So, das haben wir. Nee, da, passt auf. Da. Ja, wir brauchen Kabel. Kabel, wie gesagt, reicht sowieso nicht. Daran. Ist ein bisschen falsch gedreht. Ja, ist egal. Dann machen wir es über Kreuz. Ich möchte halt die Batterien. So, das kann dann schon mal laden. Ich würde halt gerne die Batterien in die Richtung laufen lassen. So. Ich glaube, nochmal, das finde ich auch schade, dass man das nicht so vorbereiten kann, dass man es noch weiter anschließen kann. Find ich ein bisschen. Aber na gut. So, dann bauen wir hier einmal Solar hin. Zwei Solarzellen. Bitte mit dem dahin. Dahin. Okay. Dann sechs große Windräder. So. Wartet mal. Kabel, 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 Kabel. Lass ich dahin laufen. Okay. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Und drei. So. Dann brauchen wir natürlich zwei von den Verteilern. Den fahre ich mal ein bisschen noch weiter raus. So. Reicht uns zwei? Ja, klar, an dem sind ja acht Stück oder so dran. Achso, dann muss ich den ja erstmal bauen. Ich glaube, da habe ich aber keine Materialien mehr für, ne? Doch. Doch. Habe ich tatsächlich. So. Ah, ich habe den falsch rum. Ich habe den falsch rum. Aber das ist ja denn nicht schlimm. So, Kabel rein.
So, was wird denn richtig, oder? Hab ich doch richtig gehabt. Was mache ich denn? So ein Quatschkram. War doch richtig. Das war doch richtig. Aber ist ja nicht so dramatisch. Den kann ich auch schon aufbauen, sondern guck mal, was wir hier alles aufbauen können. Aber selbst kann ich schon die Batterie hier? Ihr wisst ja, umso mehr Batterie schon mal im Vorfeld geladen sind, umso besser, ne? So, insgesamt könnte ich 7. Würde ich auch gerne haben wollen. Ich mag ja ganz gerne. So viel Strom brauchen wir ja nicht. Aber was soll es? Not enough materials. Ja, gut. Die habe ich auf jeden Fall ja im Auto. Ich hau jetzt erstmal alles, was ich an Taschen leer, an Taschen hab, voll hab, erstmal alles wegprügeln. Ist das Einzige, was uns wohl fehlen wird, ist, hoffe ich. Not enough materials. Silizium. Sprich, was heißt Silizium? Kabel. Kabels. Aber wenn wir dann unsere Bergbau-Außenstelle haben, ist das doch super cool. Okay, dann mal rein in unserem Wagen. Weil Silizium haben wir ja echt schnell geordert und dann schnell mal eine Solarzelle aufgebaut. Oh, kann ich dir auch was tun? Schon? So. Oxygen source external. Natürlich. Ja gut, hätte ich da vielleicht, aber wir fangen mal hier an, weil wie gesagt, ich möchte natürlich schnellstmöglich die Batterien voll drücken. Dann hat man nämlich schon mal was. Strom ist wichtig. Wobei das hier echt, also da schließt er zwei Solarzellen an und über Tag, selbst wenn die Windräder laufen, ich glaube, da brauchst du gar nicht keine sagt man schnell Batterien für. Aber ich meine ja, dass die bringen ja auch die 6 Kilowatt die Stunde ja auch wirklich nur, wenn sie wirklich zu 100% auch laufen, ne? Also 100%ige Auslastung haben. Jetzt bin ich zu weit weg, nehme ich mal stark an. Ja, guck mal, jetzt knickt er wieder ein, ne? Wie gesagt, da hinten ist auch noch eine Station, da können wir ja auch noch Sachen wegreißen. Die werden wir ja auch noch kaputt machen. Na? Na, wo ist er? Na, ich hab dich doch eben noch gehabt. Jetzt. Aber ich muss schon sagen, also ich finde die Windräder echt knuffig, ne? Also es sind schön gemacht, schön designt. Mag ich. Finde ich echt gut. So, jetzt habe ich bestimmt wieder so geparkt oder alles so gebaut, dass ich mit meinem Rover nicht überall hinkomme. Nicht überall hinkomme, ohne irgendwas zu zerstören. Ah, obwohl, könnte so gerade eben klappen. Sonst muss ich mir die Materialien raussuchen. So, ich fahre jetzt auch so, weil das hier mit dem Lenken sowieso völlig für einen Katz ist. Also schieben wir den einfach so ein bisschen weg. So, ist ja alles gar kein Problem. Zack. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Leiterplatten wir da brauchten. Also ich denke, an Batteriekapazität lasse ich das auch tatsächlich so.
Weil das sollte eigentlich reichen. Weil es ist ja hier keine Hauptbase oder so. Hauptsache, wir haben hier ein bisschen Strom drinne. Und dann ist gut, ne? So, guck mich mal, ob ich hier nicht rumkomme. Ja, das reicht. Das reicht doch. So. Ah, komme ich ran? Komm ich ran? Zweifelsfalle nicht, ne? So. Dann haben wir nur noch vorne das Teil und dann steht die Stromgeschichte schon mal. Im Groben fehlt ja nur noch Kabel. Obwohl, hatte ich. Nee, Kabel habe ich total. Das lohnt sich auch nicht unter 200 oder so etwas, so unter 1000 Meter was zu bauen. Echt, jetzt wird eine kleine Leiterplatte? Och nö. Ach komm. Habe ich keine Leiterplatte mehr? Ich weiß ja nicht, ob der. Mittlere Leiterplatte. Wo habe ich die kleinen Leiterplatten hingepackt? Große. Mittel. Da haben wir eine kleine Leiterplatte. So, dann gehen wir mal schnell so raus. Das machen wir mal eben fix so. Ich muss sowieso die eine Solargeschichte da abbauen. So, gut. So, Kabel habe ich. Ja, das wird zu wenig sein. Das wird zu wenig sein. Okay, dann nehme ich jetzt, da wir was bauen müssen und wir Strom brauchen, dich einmal weg. Chanuk. Klöppel ich dich hier einmal kurz hin? Ja, das ist halt. Dann holen wir gleich mal ein bisschen Silizium. Das machen wir mal schnell mit der mit den Fingers. 6. Ach Quatsch, du musst das erstmal bauen. So, ja, das Gute, vielleicht ist jetzt das Gute, dass wir das tragen können. Wir können ja die Felsen tragen. 200 Meter wird ja absolut nicht reichen. Wir werden sehen. Ich brauche bloß einmal eine Kleinigkeit an Silizium. Mehr brauchen wir noch nicht. So, da hatten wir doch schon ein Feld. Meine ich doch, ne? Kabel? Brauchen wir bestimmt noch mehr, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. So. Wir hatten doch hier gestern noch einen Felsen gesprengt. Nein. Nein. Nö. Schauen wir mal hier, ob ich den tragen kann. Warum kann ich. Ich verstehe es nicht. Warum kann ich den jetzt nicht tragen? Ich konnte doch. Wisst ihr, wenn da wenigstens mal so ein Gewichtsding steht, was habe ich denn? Ja, dich nehme ich mit. Ich weiß das. Ich kann nicht tragen, das weiß ich. Wo war das Teil, was wir gestern noch geschleppt haben? Hier ist ein Stück, das kann ich nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie ich das gestern gemacht habe, ne? Jetzt auch schon wieder dunkel.
18.20 Uhr. Ja, wenn ich mal wüsste, wo ich dieses blöde Teil hingeschmissen habe. Ja, das ist echt. Was ist das? Das will ich jetzt ja nun wissen, ne? Silizium, okay. Fels. Aha, den kann ich nehmen. So, jetzt ist natürlich. Kann ich damit laufen? Oh ja, ich kann damit laufen. Ah, man kann nicht in die Ego springen. Okay, ich kann eh nichts sehen dann. Okay, das Ding ist sowieso jetzt hier aus. Die Folge ist auch schon wieder zu Ende. Dann würde ich sagen, ich springe in die nächste Folge und wir sehen uns dann morgen hier irgendwie Kabels bauen. Felsen durch die Gegend tragen. Ja. Machen wir so, ne? Also, liebe Leute, schönen Dank fürs Zusehen. Wir haben eh keinen Strom mehr, ne? Nein. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen. Ciao, euer Maru.